Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin vor meiner dreiwöchigen Pause wieder zurück und wir werden jetzt auf Bad Moms J reagieren. Auf den letzten Song von ihr habe ich leider nicht reagiert, dafür aber auf den vorletzten und auf den vorvorletzten Song und sage ich an jeder Reaction, ihre Art, wie sie rappt, gefällt mir wirklich sehr. Ob der heutige Song uns gefallen wird, das werden wir sehen. Abonnier den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Bad Moms J, THAL. Ich bin gespannt. Kommt natürlich einen Daumen nach oben. Hier haben wir ein bisschen es sind keine Rosen, ein paar Blumen und ein bisschen Gold und Gold bzw. Schmuck mit Diamanten versetzt. Ich glaube, wir kennen uns nicht. Okay, wenn wir uns die Atmosphäre mal betrachten, ist das ziemlich asiatisch angehaucht, hinten mit dem Asia-Food oder der asiatischen Kleidung. Sieht aus wie eine Thai-Massage hier, ne? Ein bisschen. Natürlich Vorurteile, es muss ja nicht asiatisch sein, es kann aber in die Richtung gehen. So, bitch, get off my dick. Was glaubst du, wer du bist? Okay, ich glaube, es wird asiatisch, weil sie da gerade ein Samurai war. Okay, ich bin sehr gespannt. Keine Freunde, die ist aus ein Loyal. Okay, hier haben wir den Goldschmuck auch tatsächlich. Ne? Wenn es echtes Gold ist, ist das schon ein schöner Batzen Geld. Big Moves, keine Bitch Moves. Großes Herz unter Big Boobs. Plötzlich singen alle Liebeslieder. Junge, ruf mich an, wenn du deinen Dick suchst. Das war ein heftiger Einstieg. Habe ich nicht damit gerechnet. Das war ein sehr, sehr heftiger Einstieg. Natürlich wieder mit dieser Bossy-Stimme. Das Female, Junge, blickst du. Während andere Bitches Rapper ficken, um Fame zu werden, muss ich nichts tun. Okay, sie haut hier wirklich Statements raus. Aber sie hat auch recht. Also, ich finde, sie hat auch recht, ne? Nice. Mach einfach Play, spot die Cover safe. Mm-mm. Erste Frau mit Taste, baddest Babyface. Mm-mm. Flow wie. Baddest Babyface. Ah, komm, sie hat. Babyface hat sie jetzt nicht so. Ne? Oder? Ich finde nicht. Also, ich finde, sie sieht schon für ihr Alter dementsprechend gleich aus. Ich glaube, sie ist jetzt 17 oder 18. Ich glaube, 17 ist sie. Und sie sieht auch aus wie eine 17-Jährige. Und auch geschminkt sieht sie aus wie eine 17-Jährige. Ne? Nicht so wie die 13-Jährigen, die sich schminken und aussehen wie 23. Alles passt bei dir, Bad Moms J. Alles. Außer die Nägel, aber das ist ja Geschmackssache. Ne? Mir gefallen halt solche krass langen Nägel nicht, aber das ist ja Geschmackssache. Akzeptiere ich. Jeder Mensch soll so leben, wie er will. Hauptsache, jeder Mensch ist glücklich. So, bitch, get off my dick. Was glaubst du, wer du bist? Die roten Haare sind ja ihr Markenzeichen und ich glaube, als Samurai hat sie sich die nochmal ein bisschen verlängern lassen, weil die sind schon wirklich unnormal lang da. Ich glaube, das kann auch sein, dass es ihre Naturlänge ist, vielleicht auch ein bisschen verlängert mit Extensions, aber okay. Es geht ja nicht um ihre Haare. Es geht jetzt um den Refrain und der Refrain ist wirklich, muss ich sagen, sehr schön. Gefällt mir sehr. Es gefällt mir sehr. Es ist halt so eine Abwechslung von diesem harten Statement, von dieser harten Statement-Stimme hin zu dieser bisschen Gesangsstimme. Ich mag diesen Switch da. Sehr schön. Keine Freunde, these hoes ain't loyal. These hoes ain't loyal. Can be. Can be. Red a baby wie ne Coke Bottle. Red your baby kein Role Model. Sie droppen shit, ich droppe Hits. Zieh die Jacke an, das war der Großhammer. Also der Song ist wirklich heftig. Der Song kann ich jetzt schon sagen, ist wirklich heftig. Ne? Also verglichen mit den anderen Songs finde ich den wirklich sehr nice. Das ist jetzt wirklich einer meiner Favorites von ihr. Allein halt wegen diesem Switch immer, ne? Wo man halt ganze Zeit auch im Inneren dieses heftig, das war gerade nice so. Der Switch, der gefällt mir mal sehr. Wo sie dann plötzlich so von diesem Gesang zu diesem Bossy-Ding umwechselt. Das ist sehr schön. Jeder weiß, dass ich mich nie gebückt hab. Erzieh euch Kids wie Patini mit. Da du machst 50-50 mit 50 Leuten. Heißt, du bist reich mit 50, wenn du Glück hast. Du machst 50-50 mit 50 Leuten. Das heißt, du bist 50, wenn du Glück hast. Nochmal. Kids wie Patini mit. Da du machst 50-50 mit 50 Leuten. Du machst 50-50 mit 50 Leuten. Heißt, du bist reich mit 50, wenn du Glück hast. Heißt, du bist reich, wenn du 50 bist, wenn du Glück hast. Ah, okay, okay.
dass der Reichtum halt zu spät eintrifft und nicht früher, glaube ich. Okay. Yikes. Gestern noch broke, heute stehen im Schrank wieder brandneue Nikes. Seh diese Hosts wollen sein, so wie ich, kopieren mein Style. Rap for Okay, bei Thema Style muss ich sagen, also sie hat schon einen guten Style. Also manchmal auch in diesem dem Musikvideo von Rollercoaster mit dem Flanellhemd und so, ist finde ich nice. Aber ist jetzt nicht, wo ich sage, was krass extravagantes oder außergewöhnliches. Ihr Style ist wirklich sehr, sehr gut. Aber jetzt nicht, wo ich sage, wirklich ballert. Okay. Okay, sehr schön. Jetzt kommt wieder der Refrain. So, bitch, get off my dick. Was glaubst du, wer du bist? Sie fährt aber nicht auf dem Motorrad, ne? Das sieht nur so aus. Also es sind wirklich diese ganzen Tokyo-Vibes, ne? Asia-Vibes. Off my dick. Was glaubst du, wer du bist? Also die Stimme ist wirklich sehr schön. Also den Gesangspart macht sie wirklich sehr, sehr gut. Das mundet in meinen Ohren ziemlich gut. Keine Freunde, dies Haus ein Loyo. Also komm, schaut mal, das ist doch kein Babyface. Das da. Also ich finde, sie sieht ein bisschen älter aus hier. So 20, 21, 22, aber ist kein Babyface. Also sieht ziemlich gut aus. Okay, Bad Moms J. Ja, Leute, das war der Song von Bad Moms J. Hat mir wirklich sehr gefallen. Vor allem dieser Switch zwischen dem Gesang und dieser Bossy-Stimme fand ich wirklich sehr, sehr nice. Hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Hat auf jeden Fall einen verdienten Daumen nach oben bekommen. Hat dir das Video bzw. meine Reaction gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Hier ist noch ein anderes Video verlinkt, das könnt ihr dir auch nochmal anschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Ciao.